Es wird alles wieder gut, Herr Professor, bisschen Mut, Herr Professor, es wird gut, Herr Professor. Und die Frau Professor kommt, Herr Professor, aber ganz bestimmt zurück. Als sie weg war, sagten Sie, Herr Professor, es geht Ihnen irgendwie etwas besser. Doch das war vor einer Stunde, Herr Professor, Sie sind jetzt, Herr Professor, nicht gesund, Herr Professor. Und man muss ja auch verstehen, Herr Professor, Sie ist jung, Herr Professor, jung und schön, Herr Professor. Das ist sicherlich kein Grund, Herr Professor, dass sie plötzlich Sie verlässt. Doch vielleicht nach einer Zeit, Herr Professor, tut's der Frau Professor leid, Herr Professor. Und dann kommt sie hier herein, Herr Professor, aber Sie, Herr Professor, sagen nein, Herr Professor. Ja, ich weiß, Sie lieben sie, ja, sie sind ein... Es wird oft vergessen, meine Damen und Herren, wer sich mit Atheismus befasst, muss sich zunächst eine doppelte Besonderheit des Phänomens vergegenwärtigen. Historisch gesehen gab es vor dem 17. Jahrhundert keine explizite und theoretisch ausgearbeitete atheistische Position im Sinne einer Existenzbestreitung Gottes. Die theoretische Möglichkeit des Atheismus gleichwohl ist längst vorher schon einmal erwogen worden, nämlich von keinem geringeren als Platon im 10. Buch seiner berühmten Nomoi der Gesetze, wobei aber Platon auf diese theoretische Möglichkeit dann mit einer Art Gottesbeweis antwortet. Bis weit ins 18. Jahrhundert hinein galt der Atheismus als vorwissenschaftlich und reaktionär, weil er sich angesichts naturwissenschaftlicher Einsichten auf die Annahme obskurer Kräfte stützen musste, während der Theismus, also der Gottesglaube, mit seinem Schöpfungsgedanken, namentlich in Gestalt der damals hochaktuellen Physikotheologie, wie man das nannte, bestens mit den rasant wachsenden Entdeckungen, vor allem im Bereich der Biologie, zusammenging. Der erste wirklich ausgefaltete Atheismus geht auf Ludwig Feuerbach zurück, wenn es denn wirklich ein Atheismus war und nicht eine, man könnte sagen, spezielle Form von Antitheologie, weil Feuerbach eigentlich nichts anderes wollte, das kann man sehr gut nachlesen in seinem Werk vom Wesen des Christentums, als den Glutkern der christlichen Botschaft, nämlich die Liebe, das Liebesgebot angemessen zur Geltung zu bringen. Deswegen spreche ich gerne immer von Antitheologie. Es wird alles wieder gut, Herr Professor, bisschen Mut, Herr Professor, es wird gut, Herr Professor. Und die Frau Professor kommt, Herr Professor, aber ganz bestimmt zurück.